herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Reihe mit der Stefanie Wagenfall, unserem Coach im Team FitGiant, zur Thematik Schwangerschaft, Geburt, Ernährung und Training. Was muss man beachten oder was für Tipps und Ratschläge können wir hier aus der praktischen Erfahrung von der Stefanie mitnehmen? Los geht's. Ja, heute machen wir Training. Heute Training. Nach der Geburt. Nach der Geburt, genau. Ja. Ja, vorher haben wir schon geredet über die Ernährung danach. Und heute geht's um die Bewegung danach. Genau. Jetzt war ja bei dir ein Kaiserschnitt. Das heißt, eine ziemlich große Wunde. Also eine OP-Narbe im Bauch. Und auch wenn man jetzt eine, was sagt, natürliche Geburt hat, also jetzt ohne OP, da ist, hat man ja auch erstmal eine größere Wunde. Das heißt, wann kann man denn überhaupt mal über Bewegung nachdenken? Was sind denn so die Zeitrahmen? Also Bewegung und Krafttraining sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Also bei mir war es jetzt der Kaiserschnitt und eine normale Geburt heißt ja auch nicht, dass die verletzungsfrei abläuft und so weiter und so fort. Also man sagt ja so 6 Wochen, wie jetzt nach einer anderen OP, die du hast, auf jeden Fall mal Ruhe geben. Wenn du jetzt eine normale Geburt hast, da sagen viele, ja, da kann man schon schneller wieder was machen. Also Bewegung an sich, natürlich kann man spazieren gehen. Ich kann auch spazieren gehen mit einem Kaiserschnitt, wenn es mir gut genug geht. Aber der Heinzi muss gerade ein bisschen was machen. Nicht, dass uns hier der Saft ausgeht und wir das Video umsonst machen, das können wir machen. Also mal schnell, lieber die Batterie anstecken. Ja, auf den Baum. Auf jeden Fall, wir machen einfach weiter. Ja. Also gar nicht bewegen. Nee, heißt, gar nicht bewegen muss jetzt nicht sein. Aber man darf nicht vergessen, es ist ja so, eine Plazenta haben wir ja alle im Uterus. Und die kommt raus. Also da möchte ich jetzt eigentlich... ja, dann bei der, also ob wir jetzt normale, natürlich, ich rede von wir Frauen, natürliche Geburt oder Kaiserschnitt hatten. Und die hinterlässt auch eine so große Wunde. Jetzt, wenn wir uns vorstellen, das ist ungefähr so groß, innerliche Verletzung, offen, also wenn du das jetzt außen hier am Bein hättest, so ein offenes Ding, dann würdest du auch nicht jetzt hier Vollgas machen, sondern würdest du auch sagen, oh ja, muss ich ein bisschen gucken, dass es mal verheilt. Genau. Du würdest dir Ruhe gönnen. Weil der Heilungsprozess, und es ist einfach so, ist einfach dann gestresst. Weil wenn du Stress auf deinen Körper gibst durch Krafttraining oder körperliche Anstrengung, dann ist das, erstens mal ist die Durchblutung erhöht, was ja dann eigentlich nicht sein sollte bei sowas. Und du schwächst ja damit dein Immunsystem. Dein Körper ist ja damit beschäftigt zu heilen und vielleicht noch Milch zu produzieren und weiß ich nicht was. Also, aber da würde man sich auch Ruhe gönnen. Also lieber mal ein bisschen länger ruhig halten und auf sich hören, als zu früh. Aber wenn man sich gut fühlt, ich würde mal sagen, eine Bewegung, spazieren gehen, will man ja sowieso mit seinem Kind. Ja. Aber wie man sich halt fühlt, das ist auch eine ganz, ich sag mal so, man muss schon in sich reinhören und dieses enge Verhältnis zu sich selber, ist das jetzt gut für mich oder nicht? Ja. Und dann auch sagen, puh, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder das geht noch nicht, dann ist es halt noch nicht. Mhm. Also ich habe es ja dir auch schon mal erzählt, wir haben ja in der Forschung auch humane Plazenta gehabt und haben da Transportstudien gemacht, also welche Nährstoffe und so mit welchen Transportern gehen da drüber. Und da haben wir die aus der Frauenklinik zur Verfügung gestellt gekriegt. Also die sind beachtlich groß. Also wenn man das mal live vor sich sieht, sonst hat man da gar keine Vorstellung. Das ist schon wirklich so ein dicker, großer, fleischiger, also wenn man, dann denkt, dass der aus dem Bauch abgeht, da kann man sich schon vorstellen, dass da eine riesen Wunde auch entsteht. Und also wir haben jetzt einmal da die direkte Wundheilung, sowohl hier bei dem Kaiserschnitt, der wird ja durch alle Schichten durchgeschnitten, das muss natürlich heilen, oder eben diese Wundheilung von der Plazenta. Aber wir haben ja noch andere Probleme, Beckenboden zum Beispiel, da ist, muss man ja auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also man kann auf gar keinen Fall, selbst wenn man sich wieder besser fühlt, gleich Vollgas mit allen Sportarten anfangen. Nee. Also deswegen, es ist ja so, das hat sich über 9-10 Monate ausgebreitet. Das dauert auch, bis das wieder zurückgeht. Das ist auch das Gleiche mit, wenn man sagt, ah, ich will wieder in Shape kommen. Ja. Natürlich kann man diesen Prozess abkürzen und schneller machen, aber ob dir das wohl bekommt, ist die nächste Frage. Von innen jetzt mal gesehen. Das dauert halt auch seine Zeit und deswegen gibt es ja auch diese Rückbildungen.
Also da gibt es ja auch Übungen, man kann natürlich so einen Kurs machen, es gibt auch so andere Übungen, die kann man sich ja selber auch quasi zusammenstellen oder eben so einen Kurs besuchen. Hast du einen Rückbildungskurs gemacht? Nee. Aber also du hast keinen Kurs, ich habe keinen Kurs gemacht, sondern ich habe hab das Trainerschein schon gemacht. Genau. Schon mir quasi das, diese ganze Info geholt und mir das dann selber quasi. Genau. Und das habe ich aber, also die ersten Wochen habe ich da ganz, 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 ganz ja. easy going. Ja, jetzt muss man ja zu dir sagen, du bist zum einen Leistungssportlerin, zum anderen aber auch vernünftig. Also wir haben jetzt einmal... Würde auch nicht jeder sagen, aber ja. Also zumindest mal in der Zeit, in der ich dich kenne, hast du einen sehr großen Vernunftgewinn gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also es war mir jetzt nicht wichtig, genau. dass ich jetzt so schnell wie möglich wieder in Shape komme. Genau, das meine ich damit. Sondern das ist auch jetzt noch so. Ja. Also ich bin jetzt... da kommt natürlich dann auch die Realität rein, da kommen wir dann eben noch ja. dazu, wie das jetzt ausschaut beim Training. Aber es war nicht meine Prämisse, da jetzt schnellstmöglich wieder in Shape zu kommen, sondern natürlich will ich meinen Beckenboden unterstützen, so gut es geht, aber halt auch mir nicht schaden genau. oder die Wundheilung meiner Narbe oder sonstigen da irgendwie gefährden. Ja. Also ich glaube, das hat angefangen, als du damals hier in der Kellertreppe die Schulter so versaut hast. Dann noch die Bandscheibenvorfälle, da hast du schon ein bisschen gelernt, dass man nicht auf Biegen und Brechen und dass man aber trotzdem auch Erfolge haben kann, wenn man nicht auf Biegen und Brechen macht. Das meinte ich jetzt damit, dieser Vernunftgewinn. Ja. Wir haben ja zum einen mal diese Rektusdiastase. Die ist ja auch, wenn du einen Kaiserschnitt hast, kommt ja immer. Die also dass so die Bauchmuskeln so. Praktisch genau. sich auseinanderschieben. Genau, also in der Schwangerschaft geht das schon. Und ja. Wenn man da zu früh anfängt zu trainieren, dann kann man das irreversibel schädigen. Also dann kann das auseinanderbleiben. Genau. Das sieht dann so aus wie bei so einem 160 Kilo Schwergewichtsbodybuilder, der halt zu viel gegessen hat über viele Jahre, dann bleibt das halt hier so offen. Ja, nicht schön. Nee. Auch nicht gut. Also. Nein. Und da wäre es schon sinnvoll, wenn man da abwartet, bis der richtige Moment gekommen ist. Wenn genau, man so, das kommt auch noch dazu. Die gehen auseinander, das dauert wieder, bis die zusammenkommen. Ja. Und dann darf man ja erst anfangen, die wieder zu belasten. Ja, und dann kommt es ja auch drauf an, die Geraden und die Schrägen, wenn du willst, dass es wieder zusammenkommt und so weiter. Und da geht es ja erstmal um ganz andere Sachen. Also ich muss jetzt nicht anfangen, Sit-Ups zu machen, wenn ich jetzt möchte, dass da... Aber gut, das ist wieder so ein Thema. Aber sowas könnte man zum Beispiel mit einem Personal Training auch bei dir verbinden. Ja, aber sowas könnte man jetzt... natürlich kann man bei uns das machen, aber... Jetzt allgemein mal, wenn du jetzt so zum Beispiel beim Sport bist, also ich weiß nicht, ob das, wenn du jetzt in ein normales Fitnessstudio gehst, ob dir das da jemand sagt, nein. ob da jemand drauf achtet oder so. Nein. Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Also das glaube ich nicht. Also dann, ich denke mal, also wie gesagt, wir waren ja noch bei diesen Menschen, also es gibt ja die Menschen, die halt Leistungssportler sind und vernünftig, dann gibt es die Leistungssportler sind und unvernünftig, die zum Beispiel, oder intensiv trainierende Unvernünftige, da würde dann sowas passieren. Vielleicht in einem Fitnessstudio zu früh und keiner würde sagen, hier ist das noch zu früh. Vielleicht ist es auch nicht zu früh und vielleicht würde ihnen auch nichts, es ist zu früh, aber ja. vielleicht würde ihnen nichts passieren. Ja. Und dann würde sagen, bei mir war es auch nicht so, deswegen kann es bei dir auch so machen. Ja. Und dann gibt es halt noch die überhaupt kein Gespür für ihren Körper haben. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, dass da vielleicht eine einigermaßen Speckschicht drauf ist und du kein Gespür für deinen Körper hast und so was überhaupt gar nicht bemerkst, da stelle ich mir alles also schon ein bisschen schwierig vor, wenn man das dann ohne Anleitung macht. Ja, gibt glaube ich auch viele, die eine Rektusdiastase haben oder auch Probleme mit dem Beckenboden haben. Ja. Es ist ja auch oft das so, dass dann gesagt wird, ja, viele sagen, oh, da gehen ein paar Pipi-Tröpfchen in die Hose, genau. aber es ist ja normal. Das ist nicht eigentlich normal. Eigentlich ist es nicht normal. Also eigentlich ist das eine Verletzung des Beckenbodens und das ist nicht normal. Es ist häufig, aber das ist nicht normal. Genau. Und die Häufigkeit heißt nicht, dass es so gehört. Also es ja. ist eigentlich nicht richtig so. Also das ist, nur weil das viele haben, heißt es nicht, dass das so gehört. Also genau. Und da hätte man ja auch, das wäre der nächste Punkt, den man ansprechen kann, dass man sich um seinen Beckenboden kümmert. Ja. Und da gehört auch Anleitung dazu. Ich meine, ganz viele Frauen haben überhaupt gar keine Idee, welche Muskulatur das ist, muss man leider so sagen. Ja. Was hältst du davon in dem Zusammenhang von Pilates oder Yoga? Ja, ist schon gut. Aber es muss halt darauf ausgelegt werden. Ja. Also ich kann jetzt nicht als kompletter Newbie da reingehen ja. und sagen, jetzt mache ich als irgendwie da, um wieder hier alles in Ordnung zu bringen, Nein. Yoga oder Pilates, das finde ich jetzt, Nein. das ist schon wieder ein fortgeschrittenes Nein. Ding. Genau. Also da so ein
für jemanden, der sowieso noch nie irgendwie Sport gemacht hat oder sich damit nicht auseinandergesetzt hat, ist so ein Rückbildungskurs sicher kein Fehler. Unbedingt, ja. Also das sehe ich schon. Und das kann, das dauert einfach seine Zeit. Den kann man oft besuchen. Das ist nie falsch. Ja. Das kann man auch machen, also überhaupt Beckenbodentraining für jede Frau eigentlich. Unbedingt. Egal ob schwanger oder nicht, ist das kein Fehler. Also spätestens in den Wechseljahren haben wir das Problem nicht sonst auch. Ja, also da, genau, und selbst da gibt es ja auch wieder, da gibt es alle möglichen Probleme, die da sein können, dass da speziell noch irgendwas verletzt wurde bei der Geburt oder so und dass das noch mehr Probleme macht. Da muss man eben noch mehr tun. Ja. Also mehr im Sinne nicht von schwerer oder intensiver, ja, sondern halt einfach öfter und sich da mehr Hilfe holen. Genau. Und wenn man dann, also das jetzt so nach und nach hinter sich hat und man ist jetzt wie du praktisch Wettkampfsportlerin im Bodybuilding. Was denkst du, wäre vertretbar, wenn man sich wirklich gut fühlt? Also immer angenommen, man fühlt sich wirklich gut und hat keinerlei Probleme. Was denkst du, wann könnte man überlegen, dass man wieder langsam mit Krafttraining anfängt? Also da reden wir, also Kniebeugen darf man ja relativ früh machen, habe ich gelesen. Aber da geht es natürlich darum, dass man den Winkel nicht, nicht in die Nähe von 90 Grad bringt und keinen breiten Stand und ohne Gewicht. Das darf man relativ früh, aber wann kann man von dem Wiedereinstieg ins Krafttraining reden? Also ich wollte gerne, wie gesagt, nach 6 Wochen hätte ich gedacht, nun könnte ich vielleicht mal locker starten. Da hat meine Ärztin dann gemeint, lieber mal noch nicht. Ja. Dann habe ich nicht. Und dann habe ich halt noch ein bisschen gewartet. Und dann, ich meine, dieses erste Training ist ja kein Training. Also logisch, also da ging es. Es ist auch, also ich trainiere ja seit das mit dem Rücken ist sowieso nicht mehr so ultra schwer, ja, um Gottes Willen. Und es ist jetzt auch so, also ich trainiere, wenn es passt. Wenn ich schaffe, und es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, dass das wieder Bodybuilding-Niveau hat, könnte ich vielleicht machen. Muss ich aber auch noch dazu sagen, beim Stillen ist es ja so, solange du stillst, ist ja auch alles noch locker. Es bleibt locker. Ja, ja. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn du nicht stillst, ist es nicht der Fall. Dann, oder wenn du abgestillt hast, dann hört es dann auch auf. Aber jetzt ist es halt auch noch so, und das merkt man, dass alles noch ein bisschen locker ist und so weiter. Und da ist natürlich das Verletzungsrisiko dann auch schon immer noch erhöht. Ja. Und deswegen ist es bei mir immer noch nicht so. Also das Training, was ich mache, gleicht immer noch mehr so dem, was ich in der Schwangerschaft gemacht habe. Und ist jetzt noch nicht so dem Bodybuilding wieder angenähert. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal dahin zurückgehen wird. Das muss ich dann mal gucken. Aber es ist noch immer noch nicht so, wie es wie es war. Also wir reden jetzt hier nicht von 5 Sätzen bis zum Muskelversagen und High Intensity irgendwas. Genau. Nee. Ja. Nee, es liegt an ganz verschiedenen Sachen. Also erstens mal bin ich oft müde, weil die Nächte halt einfach auch anstrengend sind. Es ist so viel los. Dann ist zwischendrin mal krank. Ich war ja ewig krank, keine Ahnung, weil ich es nicht losgebracht habe, vor lauter nicht schlafen. Und das heißt nicht, dass es bei jedem so ist, um Gottes Willen, aber das sind halt einfach die Fakten. Es ist noch alles locker und das merke ich. Ich habe zum Beispiel ja auch diesen, wie heißt denn das hier, diesen Mami-Thumb oder keine Ahnung, Todesschmerz im Handgelenk von Fehlhaltung und aber auch irgendwas ist da auch locker und ach ja, tut mir weh, kann ich keine Hand richtig halten. Ist halt einfach so. Kann ich mich jetzt aufregen oder abstillen? Abstillen wollte ich jetzt nicht, war keine Option. Also muss man einfach noch warten. Aber es ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Also, das kommt dann schon wieder. Ja. Deswegen, ich habe mich da selber jetzt nicht gestresst und ich gehe ins Training, wenn ich Zeit habe und mich gut fühle. Und es ist kein Muss, aber es tut mir gut. Spazieren geht mir sowieso fast jeden Tag mit dem Kind mehrmals. Und deswegen, also die Bewegung kommt schon rein, aber ist halt jetzt nicht so, wie man das gewöhnt ist für sich selber, wenn man jetzt so einen Standard hat, wo man sagt, ah, hab dann ein Schedule und den will ich durchhauen. Das ist jetzt nicht so, das könnte ich natürlich tun, aber es war mir jetzt nicht so wichtig, das durchzureißen. Andere Sachen sind ja bei mir Trio-Theoretiker. Ja. Ja. Also ich habe mich ja vorbereiten müssen, weil ich ja Trio-Theoretiker bin. Und da hat man in 22 Ländern weltweit die Empfehlungen verglichen, was man sportlichen Frauen nach der Geburt rät. Total unterschiedlich, aber so, was man so als Gemeinsamkeit rauskristallisieren konnte, war, dass man zwischen 8 Wochen und 6 Monaten
zwischen 8 Wochen und 6 Monaten, das ist schon eine Riesenspanne, nach der Geburt wieder anfängt, so langsam die Muskulatur zu kräftigen und die Bänder und Sehnenapparat wieder an die Belastung zu gewöhnen. Mhm. Also bis 6 Monate nach der Geburt gewöhnen. Mhm. Und dann so nach einem Jahr so langsam wieder zurückkehrt, wenn man stillt, also nach einem Jahr, so langsam wieder zurückzukehren in die ursprüngliche Sportart. Also das ist schon ein Zeitraum, das kommt aber auch so mit dem hin, was du gesagt hast. Ja, das ist halt so. Manche machen es ja ganz anders. Ja, logisch. Aber wie gesagt, aber jetzt so für das, wäre auch so das, was einem logisch erscheint, wenn du sagst, okay, der Körper hat jetzt so lange das Kind hier ausgebrütet und jetzt dauert es auch eine Zeit lang, bis sich der wieder zurückgebildet hat. Ja. Bis sich das alles wieder einpendelt. Ja. Da kommen ja auch die Hormone dazu, genau, und so weiter. Also es spielen ja so viele Faktoren mit. Ja. Und das merkt man ja. Und vor allen Dingen, wir haben ja im letzten Video schon besprochen, dass ja alles aus den Speichern der Frau genommen wird. Also Vitamine, Mineralien, alles Mögliche. Und wenn du weiter stillst, wird es ja weiter daraus genommen. Das heißt, du bist ja ständig im Negativen. Egal wie gut du isst und wie viel du supplementierst, kannst du eigentlich fast gar nicht auffangen. Du kannst vielleicht gerade so auf Null rauskommen, aber dass du jetzt in einem richtig, ich sag jetzt mal, anabolen Zustand bist, was Vitamine und sowas angeht, das ist ja fast ausgeschlossen. Insofern bist du nicht bereit für irgendwelche Leistungsspitzen. Genau, ist auch nicht möglich. Ja. Also, aber das vergleiche ich auch mal so wie zum Ofen. Du musst halt da reinfeuern und reinfeuern und reinfeuern, wenn du was rauskriegen willst. In dem Fall ist es nicht Muskelmasse, sondern du möchtest schon, dass dein Körper im Stand bleibt. Ja. Und deswegen feuern wir da rein, was so gut es geht. Ja. Und was halt gut verbrennt. Ja, oder wie in der Kantine, der Koch gibt sich hinten Mühe, macht ein Essen nach dem anderen, aber vorne sind halt immer mehr, die halt die Mahlzeiten rausnehmen. Ja, genau. Aber so ist es ja auch zum Beispiel, so sagen wir es ja auch zum Beispiel, wenn jemand Muskel aufbaut. Ja. Wir müssen schauen, dass vorne hier der Ofen brennt und so weiter, dass das alles funktioniert. Ja. Ja, aber ja, so ist es. Alles komplex, das ganze Thema. Ja, aber ich denke mir, also ich kann es mir kaum vorstellen, dass es gibt vielleicht so ein paar richtig verbissene Leistungssportlerinnen, die es nicht abwarten können auf den nächsten Wettkampf. Ich meine, beim Crossfit sieht man das ja immer mal wieder, praktisch mit dem Kind dann noch zum Crossfit gehen. Und also, aber die verdienen damit auch ihr Geld. Logisch. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn man sagt, okay, das ist jetzt, ich will danach wieder sofort einsteigen, da darf nicht so viel Zeit vergehen und wir müssen gucken, wie das geht. Ja, da ist aber dann auch so, wenn sich da jemand dann dazu entscheidet zu stillen, kann er auch keinen Peak bringen in seiner Leistung. Das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Na, da wird Stillen wahrscheinlich ausgeschlossen sein. Ja, das muss man halt dann, das ist halt das. Das ist halt genau das, entweder so, dann geht das oder so, dann geht es vielleicht nicht. Ja. Ja, das sind halt individuelle Entscheidungen, aber ich denke mal, die Mehrzahl der Frauen ist da schon auch mit sich und ihrem Körper und entscheidet das für sich im Positiven. Ja, ja. Ich finde es halt nur schade, das hat sich jetzt durch alle 4 Folgen durchgezogen. Ich finde es schade, dass die Frauen so alleingelassen sind und dass sie sich eigentlich ihre Informationen nicht bei Fachpersonal holen können, sondern dass sie praktisch hier auf Ungelernte uns zurückgreifen müssen. Ja, es ist ja schon, also wenn du eine gute Hebamme hast, die hilft einem schon. Ja. Aber da ist es halt auch so, also die sind ja super Leute dabei, aber es gibt natürlich da auch welche, wo man sagt, okay, das weiß man halt vorher nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel schon mehrere Kinder hast und du weißt, okay, zu der gehst du, da weißt du Bescheid. Aber das Thema ist schon, also die Versorgung von den Frauen selber, ich meine, das ist ja wie überall, das ist halt einfach, dieses Thema ist ein bisschen, das ist ja im Kommen in die letzten Jahre, Jahrzehnte, sag ich jetzt mal, ist es ja immer mehr im Kommen, dass sich immer mehr Leute da informieren. Aber es ist, was genau das Thema jetzt angeht, halt auch noch leider nicht ganz so auf dem Stand. Gut, ich meine, die Forschung weiß immer mehr, was diese Epigenetik angeht, also diese Einflussfaktoren. Also man kriegt ja die Gene von Vater und Mutter geerbt, aber wie die Gene sich dann auswirken im Leben, das hat ja ganz viele Umweltfaktoren spielen da eine Rolle. Und da gehört ja, also schon praktisch vor der Geburt, die Ernährung, der Lifestyle der Mutter dazu, dann gehört das Stillen dazu, dann gehört die Umgebung nach der Geburt dazu, direkt danach, wie man gefüttert wird, alles gehört dazu, ob ich später mal Krebs kriege, ob ich später mal fett bin, das wird alles da schon festgelegt. Mhm. Und dafür finde ich, dass man weiß, wie das in den Genen da gesteuert wird, da weiß man genau die Mechanismen, aber man gibt den Frauen keinen Rat,
wie sie vielleicht positiv darauf einwirken können. Und das finde ich halt, da klappt ja die Schere so weit. Ich kann molekular bis aufs Kleinste, bis auf die Methylgruppen, kann ich sagen, ja, so geht's. Und dann lasse ich die Frau da stehen und sagt ja nicht, was sie machen soll. Aber so ist es ja mit allen Leuten allgemein. Ja, ja, logisch. Du könntest so viel machen und wissen, aber trotzdem gehst du in den Supermarkt und kaufst was anderes, weil es schmeckt halt einfach besser und das andere ist vielleicht ein unangenehmerer Weg. Oder man müsste das verändern, was man bisher so gemacht hat. Also da ist die Frage, wie viele würden darauf zurückgreifen, wenn sie das Wissen bekommen würden oder da Zugriff drauf hätten. Besser, ich meine, jeder hat Zugriff drauf, aber wenn einem das so dargelegt würde, würde man dann sagen, ja okay, dann mache ich es jetzt so oder nicht. Oder ich habe es leider so gemacht, weil ich es wusste nicht besser und ich würde es gerne anders machen. Ja, weiß man auch nicht. Aber es wäre schon schöner, wenn man da ein bisschen mehr Info geben würde. Mehr Luft. Aber vielleicht gibt es das ja auch, vielleicht ist es ja nur bei mir zu gewesen, dass mir das keiner gesagt hat. Aber nein, nein, das zeigt eindeutig die Datenlage, dass es anders ist. Ja. Naja. Ja. Hast du noch Fragen? Wie geht es bei dir weiter? Bei mir? Ja. Ja, jetzt werde ich nachher mal, ich habe keine Uhr dran, wie viel Uhr ist es noch? Den Mini von der Oma nehmen wollen. Und dann geht's so weiter. Und irgendwann, wenn ich dann abgestellt habe, dann werde ich mal wieder besser ins Training einsteigen wahrscheinlich. Das ist auch eine gute Frage, wie lange planst du zu stillen? Also ich hatte am Anfang in meiner Schwangerschaft gedacht, oh, still 6 Monate. So. Ja, das ist mindestens was man meine still 6 Monate. Und dann habe ich aber, als ich dann das angefangen habe, gedacht, gut, du stehst ja nicht von einem Tag auf den anderen ab. Also kannst du machen, aber eigentlich ist es ja so, dann startet irgendwann die Beikost. Genau. Und somit wird dann natürlich immer die Milch weniger und das Essen mehr. Und in dem Prozess sind wir noch. Also das kann ja noch dauern. Also ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich wollte es eigentlich schon so machen, dass er dann voll isst und es halt immer weniger wird. Mhm. Ich denke mal, dass es schon also noch dauern wird, bis er ein Jahr alt ist. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie das dann in Lage ist. Also ich habe jetzt nicht vor, das Kind zu stillen, bis er im Kindergarten ist. Das wird nicht der Fall sein, das möchte ich nicht. Also das ist nicht mein Ding, aber ja, das so ausschleichen. Der ist schon ganz gut. Also ja, schauen wir mal, wie lange das dauert. Aber dann sollte es dann immer weniger werden. Und ja, so ein Übergang. Schauen wir mal. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Einblicke in dein Leben und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir finden ein paar Leute, die das auch spannend fanden. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne weiterhin stellen. Auch gerne Coaching-Anfragen an die Stefanie. Und natürlich kann die Stefanie auch andere Themen beantworten als nur Schwangerschaft und Stillzeit. Also schön, dass ich kommen durfte. Und ja, vielleicht komme ich aber wieder in dem Video. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.